Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem neuen Spiel, das da heißt Professor Layton, das geheimnisvolle Dorf. Ich freue mich schon so kirre auf dieses Spiel. Hab mir ja schon seit längerem überlegt, ob ich die ganze Reihe Let's Playen soll. Und ich habe jetzt in den Ferien innerhalb von gefühlt 4 Tagen den sechsten Teil die Maske der Wunder durchgezockt und habe mir gedacht, das nehme ich jetzt in Angriff. Das wird jetzt meine Reihe, die ich komplett Let's Playe. Wir werden das folgendermaßen machen: Wenn ich bei einem Rätsel hängen werde, und das werde ich mit Sicherheit, werde ich das schneiden. Ihr möchtet dann nicht sehen, was für dumme Antworten ich immer überall gebe. Das Spiel von der Story her ist nicht mehr blind. Ich habe das schon am Anfang, wo es rausgekommen ist, schon mal durchgespielt, was aber eben schon ein paar Jährchen her ist. Von den Rätseln her werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern können. Deswegen halb blind, sagen wir mal. Die Sprachausgabe ist bei diesem Emulator etwas seltsam. Ich hätte das ein bisschen zurechtschneiden müssen. War zumindest jetzt so in der Probeaufnahme so. Ja. Machen wir mal nicht lange rum. Neues Spiel. Mein Name ist B-I-N-A. Bina. An dich, Bina, in tiefer Freundschaft. Was wir damals in jenem Dorf sahen, wurde zu einem Geheimnis, das wir vor allen anderen ein Leben lang bewahren. Denn was damals geschah... Leitenmobil! Das ist so cool. Und natürlich ein englisches Auto. Das war ja klar. So, hören wir mal kurz an, wie die Stimme sich anhört. Ha? Ein Brief. Da, da, da. I don't understand, Professor. Why are we going to help solve an inheritance dispute? Ich verstehe das, was ich meine. Ich verstehe es nicht, Professor. Wieso wollen wir helfen, einen Erbschaftsstreit zu lösen? Luke, my boy, do you really think I would take on such an ordinary request as that? Es tut mir leid, dass ich das nicht wegklicken kann. Luke, mein Junge, denkst du, ich würde auf so eine gewöhnliche Anfrage eingehen? Oh no, this is an altogether unique and exciting situation, and it has piqued my intellectual curiosity. Oh nein. Dies ist eine gänzlich einzigartige und aufregende Aufgabe, die mich neugierig gemacht hat. Die mich neugierig macht. Ah, gemacht hat geht aber auch. But I suppose it would be best to explain the case before we arrive at our destination. Ich erläutere dir den Fall besser genauer, bevor wir unser Ziel erreichen. 2 months ago, Baron Augustus Reinhold passed away. Vor 2 Monaten verschied Baron Augustus Reinhold. Kurz darauf wurde sein Testament offengelegt, dessen Inhalt war äußerst faszinierend. Der Schatz der Familie Reinhold, der goldene Apfel, ist in diesem Dorf verborgen. Wer diesen Schatz findet, soll mit ihm einen gesamten Nachlass erhalten. Natürlich suchten alle, die bei der Verlesung zugegen waren, alsbald nach dem goldenen Apfel. Doch letztendlich standen alle mit leeren Händen da. Tatsächlich hatte vor dem Testament niemand auch nur von einem solchen Schatz gehört. Wow, das ist ein ganz schön rätselhaft. Naja. Quite. Augustus Reinhold staked his entire fortune just to create one more puzzle before his death. Durchaus. Augustus Reinhold setzte sein ganzes Vermögen ein, um vor dem Tod noch ein Rätsel zu stellen. What a perplexing individual. I wish I could have met him while he was still alive. Welch ungewöhnlicher Geselle. Ich hätte ihn zu Lebzeiten gerne einmal kennengelernt. Sie hätten sich bestimmt gut mit ihm verstanden, Professor.
Just what is this golden apple anyhow? Aber was genau ist eigentlich dieser goldene Apfel? Some speculate it's a rare antique, while others say it could be a gem. Yet its identity remains elusive. Wow, das hat sich hier super gut angehört. Einige vermuten dahinter ein altes Kunstwerk, andere ein Edelstein. Doch niemand weiß genaueres. But Luke, I can't shake the feeling that this matter is linked to some larger mystery. Something huge. Doch Luke, ich habe das Gefühl, dass sich dahinter ein noch viel größeres Geheimnis verbirgt. Aha! Is that your famous intuition at work again, Professor? Aha, Professor. Spricht da wieder Ihre berühmte Intuition? Well, our first step is getting to town. Nun, als erstes müssen wir zum Dorf gelangen. This is all so exciting. Oh, it's so exciting. Das ist ja so aufregend. I hope Sam Mystere is ready for the famous archaeologist and puzzle-solving detective Herschel Layton. Ich hoffe, Sam Mystere ist bereit für den berühmten Archäologen und Detective Herschel Layton von der Grassenhalle Universität. Es ist unfassbar, wie viel ich schon über diesen Typen weiß. Oh, Luke, du weißt genauso gut wie ich, dass ich kein Detective bin. Nein? Augustus Reinholds wife, Lady Dahlia, has asked me to investigate the situation. Augustus Reinholds Witwe, Baronin Dahlia, bat mich, in der Sache zu ermitteln. It seems she came across my name by chance when reading an article about me in the papers. Anscheinend stieß sie durch Zufall in einem Anscheinend stieß sie durch Zufall in einem Zeitungsartikel auf meinen Namen. And you immediately decided to take her up on her request. Und da haben sie sogleich beschlossen, ihr zu helfen, wie? Oh, well, look. A true gentleman never refuses the request of a beautiful lady. Oh, nun, Luke, ein wahrer Gentleman schlägt einer schönen Dame nie etwas aus. If you say so, Professor. Wenn Sie das sagen, Professor. We should be nearing the town by now. Look at the map in the envelope and help me with directions. Wir müssten bald da sein. Sieh mal auf die Karte und hilf mir, den Weg zu finden. Oh. Right you are, Professor. Wird gemacht. Unser erstes Rätsel. What's this? Hey, was soll denn das? Lady Dahlia seems to have given us a test. We'll need to decipher this map in order to find the village. Vermutlich ein Test von Baronin Dahlia. Wir sollen wohl diese Karte entschlüsseln und das Dorf finden. She wants to see if we're capable of cracking the mystery surrounding the Reinhold fortune. Sie möchte sehen, ob wir das Zeug dazu haben, das Geheimnis um den Schatz der Reinholds zu lüften. Care to give it a go, Luke? Willst du es versuchen, Luke? I'll do my best. A puzzle like this should be no problem for the apprentice of the great Professor Layton. Ich bemühe mich. Ein solches Rätsel sollte für einen Lehrling des großen Professor Layton ein Klacks sein. Ziemlich hoch. Very well then, Luke. I'll leave this one to you. Think of it as a warm-up for things to come. Gut, Luke, ich überlasse es dir. Sieh es als eine Art Aufwärmübung für das, was noch auf uns zukommt. Unser erstes Rätsel. Ganze 10 Pikara wert, meine Güte. Gut, mal kurz erklären. Hier oben steht immer die Rätselbeschreibung und die Anzahl der Pikara. Pikara sind sozusagen die Punktzahl, die du für die Rätsel bekommst. Vergleichbar mit, keine Ahnung, Experience Points, aber halt ohne, dass man dafür was bekommt. Was nicht ganz stimmt, man bekommt schon was dafür. Am Ende des Spiels, wenn man es durchbekommen hat, kann man durch diese Pikara eben bestimmte Sachen freischalten. Charakterinfos zum Beispiel, Steckbriefe, andere Ausschnitte, teilweise sogar Konzeptzeichnungen. Sozusagen als kleine Belohnung für, wie gut man diese Rätsel gelöst hat. Als zweites gibt es dann die Hinweise. Hinweise? Huch, zeichne im Einzug. Ja, das ist schön. Okay, Hinweise gibt es, wie ihr hier seht, immer 3 Stück. Die kosten Münzen. Und Münzen kann man in der ganzen Welt versteckt finden. Man muss da einfach nur wild drauf rumklicken. Die sind teilweise relativ hilfreich, teilweise aber auch nicht so. Unser erstes Rätsel. Mein Dorf liegt in einer Straße, die zu keinem anderen Dorf führt. Ich freue mich darauf, sie dort zu empfangen.
speise mit dem Touchpad das richtige Dorf ein und tippe dann auf Bestätigen. Okay, die beiden können wir ja schon mal ausschließen, weil man da überhaupt nicht hinkommt. Das heißt, wir brauchen nur noch... Ja, das da ist es, oder? Ist auf einer Straße, die zu keinem anderen Dorf führt. Und die beiden hängen zusammen und die beiden hängen zusammen. Also nehme ich mal an, dass es das da ist. Oh Gott, das wird jetzt so peinlich, wenn das nicht stimmt. Ja, aber stimmt. Oh Gott, das ist falsch. Dann fange ich nochmal an. Wow, es ist richtig. Ach, Glück gehabt. Genau, unsere Gesamtpunktzahl hat sich jetzt also auf 10 erhöht. Yeah! Stimmt, genau. Das einzige Dorf, das mit keinem anderen verbunden ist, ist das Dorf oben links auf der Karte. Sieht aus, als seist du schon bestens für knifflige Rätsel gewappnet. Das war doch nicht knifflig! Mann! There we go. Now we should be able to make our way to the village. So, nun sollten wir den Weg zum Dorf finden. Right you are. We should see it on the horizon any moment now. Sehr richtig. Es sollte jeden Augenblick am Horizont auftauchen. Huh? Professor? Do you mean to say you've already worked out the village's location? Nanu, Professor, hatten Sie den Weg etwa schon selbst gefunden? I'm afraid I couldn't help myself. A basic puzzle like that is easy enough to solve with a glance. Das ist aber ein komisches Lachen. Habt ihr gesehen, der hat doch nicht mal den Mundwinkel hochgezogen. Ha ha ha, ich konnte nicht widerstehen. Ein so simples Rätsel lässt sich auf einen Blick lösen. So böse ist er gar nicht, er lacht. Anyhow, you'd best gather your things, Luke. We've arrived. Nun, pack deine Sachen zusammen, Luke, wie sind da? Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Sehr schön. Das war sozusagen der Prolog. Und jetzt geht's los. Schön. Interessant. Jetzt muss ich ein Stimmen sprechen. Oh Gott, ich probier's mal. Interessant. Es scheint, als sei die Zugbrücke der einzige Eingang zum Dorf. Und wir sind ausgesperrt. Was sollen wir tun, Professor? Oh, sehen Sie mal. Da steht ein Mann am anderen Flussufer. Vielleicht kann er uns helfen. Oh. Moin. Natürlich, er hat ein Rätsel. Guten Tag, werter Herr. Wir würden gerne das Dorf besuchen. Könnten Sie uns die Brücke herablassen? Sehe ich so aus, als würde ich die Brücke für zwei geschniegelte Fremde wie euch hinablassen? Ihr habt vielleicht Nerven. Wir haben hier eine Einladung von Baronin Dahlia. Würde das eventuell Ihre Meinung ändern? Von der Baronin? Wenn das so ist... Könnte ich mir das mit der Brücke noch einmal überlegen? Herr Peakfein! Leider ist der Motor kaputt und ich kann diese dumme Brücke nur mit der Handkurbel bewegen. Es gibt hier so vermaledeit viele Schächte für die Kurbel und ich weiß nicht, welchen ich verwenden soll. Also, Schlauberger, welcher ist denn nun der Richtige? Wenn er mich schlagen will, muss er die Brücke herunterlassen. Kurbel und Schacht. Rätsel Nummer 2. Ganze Füße im Pikera wert. Werden wir mal gucken. Oh Gott. Es gibt nur einen Weg, die Brücke herunterzulassen. Die Kurbel muss in den richtigen Schacht. Suche den Umriss, der genau zur Kurbel passt. Oh mein Gott. Also 2 ist es schon mal nicht, weil das ja an einer Ecke ist. Du bist an einer Ecke? Du siehst ziemlich gut aus. Du bist nicht an einer Ecke, also bist du es. Moment, ich muss es ja spiegeln. Ich muss es spiegeln. Ich trau mich nicht. Du bist das Richtige. Oh Gott, das ist bestimmt falsch. Ich sag das wahrscheinlich bei jedem Mal. Und? Juhu, es ist richtig. Wenn er beim dritten
wenn er beim dritten Bild lacht oder eben lächelt, wie bei Luke auch und wie bei allen anderen, mit denen wir Rätsel lösen, ist es richtig. Das ist ungemein beruhigend. Prima gemacht. Und jetzt runter mit der Brücke, Franco. Es gibt Schläge. So klappt es. Moment, ich lasse sie hinunter. Wie gesagt, ich lasse ja nur ungern Außenstehende zu uns nach Saint Mystère. Aber für Gäste von Baronin Dahlia will ich meine Ausnahme machen. Grüßen Sie sie von mir, ja? Uhu. Das freut mich. Ach, ich bin glücklich. Oh, cool. Juhu. So, dann sind wir endlich im geheimnisvollen Dorf. Wir sind endlich in Saint Mystère. Wie aufregend. Was uns hier wohl für Geheimnisse erwarten? Nun, Luke, das werden wir gewiss bald erfahren. Aber pass auf, dass deine Wachsamkeit nicht von zu viel Begeisterung getrübt wird. Ach ja, Luke, ich sollte dir wohl besser erklären, wie wir uns von Ort zu Ort bewegen können. Eigentlich nicht, ich weiß das. Berühre einfach das Schuhsymbol unten rechts auf dem Touchscreen mit deinem Touchpen, beziehungsweise deiner Maus. Danach erscheinen Pfeile auf dem Touchscreen. Berühre einen davon, um in diese Richtung zu gehen. Ein Zeigefingersymbol zeigt dir Türen und Eingänge an, welche du betreten kannst. Also merke dir, wenn du einen Ort verlassen möchtest, dann tippe einfach das Schuhsymbol an. Okay! Oh mein Gott, das ist Schnurrbart. Den kenne ich sogar noch. Der ist cool. Ihr seid mir aber zwei freche Gestalten. Ihr seid neu hier in Saint Mystère, nicht wahr? Ich weiß, ich heiße Schnurrbart. Und ich habe einen kleinen Tipp für euch parat. Man kann das Fass dort oben, neben der Tür, da mit dem Touchpad berühren. Oder mit der Maus. Je nachdem, wo ihr spielt. Nicht fragen, ausprobieren. Ja. Es wackelt. So, eine Hinweismünze. Die können wir verwenden, so wie ich das vorhin erklärt habe. Aber das wird uns Schnurrbart das auch nochmal erklären. Gut, nicht wahr? Hier im Dorf nennen wir das, was ihr gefunden habt, eine Hinweismünze. Psst, wenn ihr mal vor einem richtigen, schwierigen Rätsel steht, seid ihr für jeden Hinweis dankbar. Und genau dann könnt ihr euch mit euren Hinweismünzen wieder auf die Sprünge helfen lassen. Jetzt denkt ihr sicher, dass alle Rätsel damit was von selbst lösen lassen, was? Ha, weit gefehlt, ihr Vollidioten. Es gibt nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Hinweismünzen, also setzt eure Münzen sparsam ein. Sonst steht ihr später vor einer ganz harten Nuss und wisst nicht weiter. Dann habt ihr den der Salat. Hm? Übrigens stecken die Hinweismünzen nicht immer in Fässern und das sucht besser alle verdächtigen Objekte. Alles klar soweit? Gut, man sieht sich. Ciao. Ein lustiger Typ. Ja, also mit den Hinweismünzen muss ich dazu sagen, dass die bis jetzt bei mir immer gereicht haben. Ich habe beim letzten Spiel jetzt 130 über gehabt. Also machen wir uns dahingehend mal keine Sorgen. Dann haben wir noch eine nettere alte Dame, die ein Rätsel für uns hat. Sichtbar an dem roten Ausrufezeichen. Willkommen in Saint Mystère. Nein, Moment. Willkommen in Saint Mystère. Nein, das passt auch nicht. Was passt einer alten Dame? Ich kann keine alte Dame sprechen. Willkommen in Saint Mystère. Wir sind besonders für... Was? Wir sind besonders für eines bekannt. Unsere Rätsel. Ach, und bevor ich es vergesse, für jedes gelöste Rätsel erhaltet ihr eine bestimmte Anzahl an Pikara. Je schwieriger das Rätsel, desto mehr Pikara bekommt ihr dafür. Ja, man sagt, es geschehen wunderbare Dinge, wenn man genug Pikara hat. Ja, na, das ist doch was. Ja, ihr könnt gleich mit diesem kleinen Rätsel üben. Denkt gut nach, bevor ihr antwortet. Sonst vermindert sich nämlich die Anzahl der Pikara und das wollen wir nicht. Oh Gott, 10 Stück. Das werde ich niemals hinbekommen. Oh mein Gott, das werde ich niemals hinbekommen. Diese 4 Zylinder sind alle gleich hoch. Nur ihre Krempen sind verschieden breit.
Mit anderen Worten, die Höhe ist stets dieselbe, nur die Breite ist von Hut zu Hut verschieden. Einer der vier Zylinder hat eine Krempe, die genauso breit ist wie der Zylinder hoch. Welcher ist es? Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ist es A? Also B ist es auf keinen Fall, D ist es auch nicht. Habe ich nicht hier irgendwas, wo ich es ausmessen kann? Moment, ich bescheiß mal. Okay, ich glaube, es ist A. Ich habe es gerade ganz professionell mit einer Speicherkarte abgemessen. Ja, es ist richtig! Oh, ich habe die Speicherkarte weggeschmissen. Oh, ich freue mich voll. Ich glaube, das ist das erste Rätsel, was ich auch falsch hatte, als ich es gespielt habe. Oh mein Gott. Stimmt, genau. Dies ist eine berühmte optische Täuschung. Eine optische Täuschung ist ein Phänomen, bei dem man Dinge anders wahrnimmt, als sie tatsächlich sind. Es gibt Dutzende bekannte optische Täuschungen. Wie weit ist es mit der Welt gekommen, wenn man schon seinen eigenen Augen nicht mehr trauen kann? Tja, ja, da hast du wohl recht. Bravo! Bravo! Offenbar habt ihr den Bogen raus. Manchmal muss man einfach nur alle Möglichkeiten einmal ausprobieren. Hallo, ich war auf dem ersten Ding schon richtig. Aber es gibt auch viele Rätsel, die sich nicht durch bloßes Probieren lösen lassen. Richtig, ich habe es auf dem ersten Mal richtig gehabt. Wenn ihr falsch antwortet, hallo, bekommt ihr für das Rätsel weniger, Pikara. Ganz schön gemein, nicht wahr? Sie sind ganz schön gemein. Hallo? Aber daran seht ihr, wie wichtig es ist, gut nachzudenken und selbst auf die Lösung zu kommen. Oder mit einer SD-Karte zu bescheißen. Ja, dann viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Dankeschön, das will ich auch hoffen. Wenigstens was. Ganz schön gemein. Hallo? Gut, wir haben unsere ersten zwei Rätsel gelöst. Und wir sind endlich im Dorf. Aber wir haben noch nichts über diesen Schatz und König, King, Kaiser, Baron Reinhold. Ich glaube, er war Baron. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich freue mich auf eine wunderbare, romantische, süße, kleine Geschichte mit Professor Layton, Luke und dem Geheimnis von Samus Terre. Tschüss!